Ich will keine Ente sein. Ich will's nicht. Ich will keine Ente sein. Okay. Ich will nicht im Teich mit anderen schwimmen. Das macht für mich keinen Sinn. Ich will auch nicht, dass du mir Brot anrührst und sagst, ah, ist. Nein, ich will mir mein Brot selber holen. Das Internet ist auch blöd. Ich will zu einem Adler erkoren. Zu einem Adler erkoren? Machos waren früher. Der Mann mit Meinung gibt sich heute als Coach, Alpha oder Entrepreneur aus. Ungefragt labert er auf Social Media über alles, was die Maskulinität anschwellen lässt. Geile Body, viel Kohle, geile Beziehung. Geil. Die treffsichersten Pfeile im Köcher des Alpha-Mannes, seine ausgeklügelten Metaphern. Du bist einfach das Schwert, Excalibur, du bist der Trend, du bist der Berg, du bist das Matterhorn, du bist die Vorspitze. Wow, komm gleich Hühnhaut über. Egal was passiert, egal welche Leute, du bist da, komm, weil du weißt, wer du bist. Ich bin grundsätzlich kein Fan. Ey, weißt du, wie viel Wert deine Meinung hat? Null. Ich bin sehr überrascht. Lack Bobby ist der cool. Fast so cool wie die obligatorische krasser Typ Hintergrundmusik. Weißt du warum? Angebot und Nachfrage. Wir haben über 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ja, und jeder hat seine eigene Meinung. Aber wie viel wird man dann noch gefragt? Es ist, wie es ist. Und da muss man damit zurechtkommen. Das darf nicht passieren. Was denn? Wenn du zu lange weg bist von einer Alpha-Atmosphäre, von deinem Männerrudel. Auch dann ist es so, dass du mit der Zeit betaisiert wirst. Betaisiert? Betaisiert wirst. Das müsste man mir jetzt kurz übersetzen. Die Zeppelot Investigativ-Crew hat sich auf die Suche nach dem Ursprung des Wortes betaisiert gemacht. Mit dem hat niemand gerechnet. Du verlierst deine Schärfe als Klinge. Das darf nicht passieren. Wir Männer müssen uns wie Messer gegenseitig wetzen. Ah, er will also seine Klinge an dir von anderen Alpha-Männchen reiben. Ziemlich heisse Angelegenheit. Die Alphas sind nicht nur Asse im Männlichsein, sie wissen auch ganz viel darüber, wie eine Frau so tickt. Übrigens ganz wichtig, auch das wissen Frauen, dass Männer den Akt von den Emotionen trennen können. Irgendwie ist es schwer, diesem Herrn zu folgen. Gott sei Dank hat er eine solide Analogie auf Lager. Es ist wie Pissen am Ende. Das wird immer kranker. Hose raus, rausholen, pinkeln, Sex haben, reinstecken, nach Hause gehen. Das war's. Also steckt da nichts dahinter. Ey, weißt du, wie viel Wert deine Meinung hat? Null.